Düsterer Blick in die Reaktorruine von Fukushima. 13 Jahre nach dem Super-GAU senden Unterwasserdrohnen aus den völlig zerstörten Reaktoren. Es sind seltene Aufnahmen. Wie es im Innern der Reaktorruinen aussieht, ist auch heute noch weitestgehend unklar. Am 11. März 2011 kommt es in Japan zur Katastrophe. Ein Beben der Stärke 9 und der folgende Tsunami verwüsten Teile der nordöstlichen Küste Japans. 20.000 Menschen werden getötet, 160.000 müssen ihre Häuser verlassen. Eine über 15 Meter hohe Wasserwand stürzt auch auf das Kernkraftwerk Fukushima. In 3 der 6 Reaktoren kommt es zur Kernschmelze, die Gegend wird verstrahlt. Auch Jahre nach der Megakatastrophe können wegen der Strahlung noch immer 20.000 Menschen nicht zurück in ihre Häuser. Bei Tageslicht betrachtet scheint in Fukushima mittlerweile Normalität zu herrschen. Doch beweisen die gruseligen Unterwasserdrohnenbilder, dass hier nach dem Reaktorunglück noch lange nichts ist, wie es scheint. Über ein Jahrzehnt nach der nuklearen Katastrophe liegen in den Reaktoren noch immer 880 Tonnen radioaktiver Kernbrennstoff unter Wasser. Mithilfe der Drohnen wollen Wissenschaftler jetzt das Innere der Reaktoren erkunden und Brennstoffreste untersuchen. Ein früherer Versuch 2019 mit einer Robotersonde war gescheitert. Die Aufräumarbeiten und die Beseitigung des gefährlichen Mülls werden laut Schätzungen noch mindestens 30 bis 40 Jahre dauern.